So Leute, dann überqueren wir mal das Meer. Die See ist ruhig. Nein, noch nicht. Ich möchte zunächst noch hier noch entlang gehen. Da ist noch eine kleine Route. Und hier geht's auch irgendwo lang, aber da schauen wir später noch vorbei. Das ist ein hohes Gebäude. Was ist das? Ich würde sagen, das ist ein Durchgang. Ich reise mit dem Schiff nach Oliviana City, um die Sehenswürdigkeiten und die Atmosphäre zu genießen. Da ist eine Hafenstadt. Was? Achso. Da es eine Hafenstadt ist, unterscheidet sie sich von anderen großen Städten. Ja, Hafen. Ich finde, meiner Meinung nach sind Hafenstädte viel bezaubernder als normale Städte. Warst du schon im Duellturm? Ich denke, dass sich bereits viele starke Trainer dort versammeln. Da du so viele Orden besitzt, wirst du dich dort wacker schlagen. Ja, das werden wir sehen. Wir werden da vielleicht vorbeischauen, wenn wir wieder zurückkommen von Anemone City. Du kannst es zwar nicht von hier aus sehen, aber Anemone City liegt jenseits des Meeres. Das wir jetzt überqueren werden, also Verdos Surfer. Ja, und wie auch im gelben Let's Play sind auch hier ein paar Schwimmer wieder unterwegs. Ich schaue noch nach meinen Pokémon, welche wir trainieren sollen. Ich würde sagen, wohin genau sollten wir vielleicht trainieren. Aber erst solange der EP-Teller noch drauf ist, auf wohin genau, trainiert sich ja quasi schon von selber. So, erster Schwimmer. Du musst dich erst aufwärmen, bevor du schwimmen gehst. Das ist Grundwissen. Ist mir doch egal, ich bin kein Profi-Schwimmer so wie du. Okay. Grigori. Grigori, was ist denn das für ein Name? Hallo Grigori! Mein Lieblingswasser-Pokémon. Na, ich rede hier von Gyarados, nicht von Tentacha. So, Tackle, was ist Tackle? Biss. Ja, Tackle kann Gyarados auch, aber Biss ist besser. Oh Gott, diese Säure, die vergiftet mein Gyarados. Oh Mann. Mein Name ist Gyarados. Tja, jetzt schreckst du zurück. Damit hast du nicht gerechnet, was, Tentacha? Dann greife ich weiter mit Biss. Es kann zwar sein, dass ihr gerade meine Musik noch von meinem Radio hört, dass ihr die Musik ein bisschen doppelt hört. Aber ich glaube, das werde ich dann nach dem Part anpassen, damit das Ganze sich nicht scheiße anhört. Er hat die spannendsten Wasser-Pokémon, die es gibt. Hurra, ich bin begeistert. Ich glaube, dieses Tentacha hat eine hohe Verteidigung. Nicht vergiften. Danke. Nicht vergiften. Jetzt wird's vergiftet, oder? Natürlich. Naja, das nehmen wir es positiv. Jetzt kann uns sogar das nicht mehr vom Giftstahl vergiftet werden. Es ist schon vergiftet. Oh Mann. Die Umklammerung, eine der schwächsten Attacken, die es gibt. Und die Schwächste ist immer noch Turbodreher. Da ist selbst Tackle noch ein bisschen stärker. So, jetzt setze ich eine Antiparbeere ein, jetzt nach dem Kampf. Damit das Gift nicht außerhalb des Kampfes noch unserem Gyarados Schaden zufügt. Okay, Onkel, ich gebe auf. Wie nennst du ihr Onkel? Ich bin nicht dein Onkel. Oder vielleicht doch? Egal. So, hier eine Gegengiftbeere, die geben wir natürlich Gyarados. Wer hätte es gedacht? Und jetzt gehen wir nach links. Oh Gott, noch eine Trainerin. Noch eine Trainerin, das ist die erste in diesem Part. Fail. Gehst du nach Anemone City? Nee, ich gehe nach Fausta Hafen. Wie wäre es mit einem kleinen Kampftraining? Wenn es denn sein muss. Schwimmerin. Kate, die hat bestimmt Stern, du, oder? Ha! Gute Erinnerung. So, ich glaube, Sterndu ist noch kein Psycho-Pokémon, aber ich probiere es trotzdem mit einer Bissattacke. Ja, sage ich ja, kein Psycho-Pokémon, erst Starmie ist ein Psycho-Pokémon. Ein Angriff mit Tackle, Quatsch mit Biss, was rede ich hier für einen Kack? Tja, die schwächste Attacke, die es gibt. Ich bin begeistert, zieht nur 3 KP ab, hurra!
Und Tackle und Dan Lewis down. Dieses Mal habe ich verloren. Das ist unser erster Kampf. So, hier haben wir schon alles erledigt. Gehen wir weiter nach Süden. Noch eine Trainerin. Ich habe keinen Schwimmreifen. Ich halte mich an meinem Wasser-Pokémon fest. Na gut, ja, was soll ich dazu sagen? Elfi. Elfi. Oh, schöner Name. Elfi. Hallo, Elfi. Schon wieder ein Sterndu. Mit Level 19. Das entspricht genau meinem Alter. Oh, schön. Turbodreher. Na gut, das war zwar ein Volltreffer, aber trotzdem hat es nichts abgezogen. Außer, dass ich mein Gyarados tot lacht. Scheiß Genesung. Ah. Okay, können wir unser Gyarados vielleicht auch heilen? Vielleicht einen Trank oder sowas? Ich glaube nicht. Aber wir haben Beleber. Wenn unser Gyarados fällt im Kampf, könnten wir es wiederbeleben. Passiert vielleicht sogar noch in diesem Part, weil wir hier gegen mehrere Trainer trainieren werden. So, und um AP zu sparen auf Biss, greife ich mit Tackle an, anstatt von Biss. Und wieder ein paar Erfahrungspunkte für wohin genau? Muschas, auch ein schönes Pokémon. Jetzt setze ich mal wohin genau ein, einfach mal so zur Abwechslung, nicht dass wir nur noch Gyarados einsetzen, obwohl wir es trainieren müssen, ist zwar schon klar, aber ein bisschen Abwechslung ist ja auch nicht schlecht. Oh, wohin genau, kurz vom Level ab. So, ich prophezeie, dass Muschas mit einem Aurora-Strahl attackieren wird. Verdammt, Panzerschutz. Er steigert seine Verteidigung, aber ich glaube, die hilft ihm gar nichts gegen Wing genau. Und nochmal. Jetzt greif doch mal an, Muschas. Nicht so schüchtern. Du versteckst dich in deinem Panzer. Willst du nicht mal angreifen? Alles noch nicht mit Tackle. Ah. Wobei, Muschas lernt, glaube ich, Aurora-Strahl ist mit Level 24. Ich probiere es wieder mit Konter. Jawohl, Konter trifft. Sogar noch stärker, weil es ein Volltreffer war. Von Muschas. Hat gleich die Hälfte abgezogen. Respekt und Anerkennung für wohin genau. Moment, ich mach mal Musik ein bisschen leise, die ist ein bisschen. Na, so laut ist die auch nicht. So laut war die auch nicht. Das war mal wieder meine Phobie. So, weiter. Jetzt greift er mit Aurora-Strahl an. Und mir fällt auf, dass Muschas doch Aurora-Strahl mit Level 19 kann. Okay, aber jetzt greift er mit Hackle an. Der will mich trollen. Es besteht eine 50%ige Chance, dass der Angriff von Wing genau trifft. So, jetzt er. Spiegelcape. Na, ah, jetzt ist die nächste eine physische. Genau. Genau, ich wette, wenn ich Konter einsetze, kommt wieder ein Aurora-Strahl. Ach, jetzt verwirrt er mein Wing genau. Super. Oder sie ist eine Frau. Eine Frau ist sie. Eine ist sie. So. Natürlich verlässt sich unser Wing genau selber. Ich bin begeistert. Jetzt aber triff. Dieser Konter muss treffen, sonst bist du scheiße, wohin genau. Okay, wohin genau muss ich noch ein bisschen aufwärmen. Schon wieder eine Spezialattacke. Ich hab's euch gesagt, wenn wir unsere wohin genau trainieren müssen, müssen wir viele Tränke einkaufen. Schon wieder eine Spezialattacke. Vielleicht setze ich Abgangsbund ein. So, jetzt trifft diese Spiegelcape endlich. Das wird Muschas ausmocken. Mach's gut, Muschas. Boah, hast du meinen Wing genau genervt, ey. Ist ja unglaublich. Also ich habe mehr Erfahrungspunkte verdient als diese 195. Ja gut, es hat sich verdoppelt, weil unser Wing genau ja den EP-Teil erträgt. Oh, ich fühle mich so schwindelig. Tja, dann solltest du dich nicht vollfressen, wenn du ins Wasser gehst. Habe ich vorgestern in Galileo gesehen. Fresst euch niemals voll, bevor ihr ins Wasser geht. Hey, du bist jung und fit. Surfe nicht auf deinen Pokémon. Schwimme! Keine Lust. Dazu bin ich zu faul. So, oh Gott, der hat drei Pokémon. Verdammt. Muschas Austausch wahrscheinlich, oder? Oder nur Muschas. Warum setze ich Platscher ein? Oh, ich habe mich vertippt. Stell dich mal vor, ein Gyarados das Platscher einsetzt. Gyarados.
Oh Mann. Verdammt, jetzt müssen wir unsere starken Pokémon einsetzen. Unsere Schwachen sind geschwächt. Na gut, Evoli, komm her. Evoli! Eine Spezialattacke. Müsste, glaube ich, ein Viertel abziehen. Na, doch nicht. Ja gut, ich vergiss immer, dass Evoli schon sehr viel Schaden einstecken kann. Soll ich speeden? Ich habe jetzt irgendwie Lust zu speeden. Ja, ich speede, ich glaube. Tschüss. Was kommt jetzt? Schillock. Ah, geil, mal wieder Abwechslung in diesem Let's Play. Okay, du Wasserstarter. Soll ich vielleicht zunächst Sandwirbel einsetzen? Ja, komm, ich probier's mit Sandwirbel. So. Schillock kann starke Wasserattacken, deswegen bin ich jetzt auf Nummer sicher gegangen. Oder gehe auf Nummer sicher und setze Sandwirbel ein. Weil Muschas Wasserattacken hauen schon richtig rein. Muschas? Ich meine Schillocks. Ach, was ich will für einen Scheiß. Ja, ich habe lange nicht mehr aufgenommen. Ihr habt es ja fast. Seit gut 3 Tagen, glaube ich. Normalerweise nehme ich ja jeden zweiten Tag auf. Dieses Mal sind 3 Tage. Okay, Evoli hat auch wieder was ja, ihr wisst schon, ein bisschen Schaden bekommen. Oh Gott, also wenn ich privat irgendwie was spiele und mal so zum Spaß kommentiere, dann kommentiere ich viel geiler als im Let's Play, kommt mir so vor. Ich glaube, ich muss mehr lockerer werden mit dem Let's Play. So, Spuckball. Spuck dich ins Gesicht. Und ich glaube, ich versuche jetzt mal ein bisschen lockerer zu werden. Deswegen, ja, kommt es wahrscheinlich euch ein bisschen komisch vor, wie ich jetzt gerade Let's Play. Was soll denn das jetzt? Aurorastrahl? Sicher, Muschas? Ist das dein Ernst? Ich meine, das zieht nur ein paar KP ab, ne? Daher wäre die Wartattacke nicht so besonders stark. Sollte dich vielleicht nochmal beraten lassen von deinem Trainer. Oh, ich habe verloren. Gut, jetzt gehen wir weiter nach links. Oder vielleicht sollten wir zunächst die Stadt erreichen, bevor wir hier die Route machen. Ich glaube, das wäre das Beste. Denn hier wird es schon ein bisschen komplizierter mit der Route. Ein Mantax. Hallo Mantax. Soll ich dich fangen? Nein, fang mich nicht. Okay, dann fange ich dich nicht. Noch ein Trainer. Ich versuche jetzt mal die Trainer zu vermeiden, damit wir unbeschadet Anemonia City erreichen. Und hier ist ein Strudel. Um durch den Strudel zu kommen, brauchen wir eine spezielle VM. Die bekommen wir später. Wieder eins meiner Lieblings-Pokémon. Hurra, hallo Tentacha. Noch eine Trainerin. Aufpassen. Aufpassen. Und zwar genau. Dreh dich um, Schlampe. Schlampe, du sollst dich wegdrehen. Danke. So. Ah. Komm, die wilden Pokémon zu Kämpfe spiele ich jetzt. So. Ach, wir sind schon da. Das ging aber schnell. Wo ist die Stadt denn? Oh, ein Tentoxa. Hallo Tentoxa. Lass mich fliehen, danke. Hä? Ah, da ist ja schon die Stadt. Genau, hier, da ist das Ufer. Wir sind da. Wir haben Anemonia City erreicht. Hier ist das Pokémon Center. Aber bevor ich die Stadt ausgiebig erkunde, schaue ich mir noch die Route an. Aber bevor wir uns die Route anschauen, heile ich meine Pokémon. Bei dieser Wasserroute können wir unsere Gardos ein bisschen trainieren. Und vielleicht sogar noch wohin genau. Ich schau mal nach, wie viel Geld wir haben. Damit wir uns ein paar Tränke für wohin genau kaufen können. 19.000, ja, ist nicht so viel, aber ich glaube, für ein paar Übertränke können wir das schon ausgeben. So, wo ist denn hier der Markt? Ich glaube, die Stadt hat gar keinen Markt, stimmt ja.
Die hat ja nur dieses Dingenshaus da. Wo ist denn das eigentlich? Hier vielleicht? Nee, das ist der nicht. Von dem Typ kriegen wir die Medizin, aber da will ich jetzt später hingehen. Von dem kriegen wir ein Potrot, das Pokémon mit der höchsten Verteidigung, die es gibt. Kann man auch super mit Toxin kombinieren. So, und sonst sehe ich hier nicht so viel. Und da oben ist Suicune, aber habt ihr jetzt nicht gesehen. Fotostudio von... gibt's hier keinen Markt? Ey, hier muss es doch einen Markt geben. Hier gibt's ein Fotostudio, hier so ein Typ, der Potrots verteilt. Und so ein scheiß Heiler da. Du kommst von Olivia City? Hast du auf dem Weg hier vier Inseln gesehen? Ich habe gehört, dass sich dort ein mystisches oder mysteriöses Pokémon-Wesen verstecken soll. Gibt's hier echt keinen Markt? Ich bin jetzt zutiefst enttäuscht. So ein Scheiß, hier gibt's keinen Markt. Ich gehe wieder. Echt schöne Stadt. Die Gastfreundschaft steht hier echt an oberster Stelle. Kein Markt. Wie wollen die dann ihre Lebensmittel kaufen? Das frage ich mich jetzt echt gerade. Angeln die alle Fische oder was? So Goldinis auf so eine Angel angeln und dann so frittieren. So, heute in Toxa ist das schon verlockend, gegen dich zu kämpfen, aber mein Gardos ist zu schwach. Haben wir vielleicht eine Themen, die wir unserem Gardos beibringen können, damit unser Gardos nicht so schwach ist? Ja, wahrscheinlich sagt ihr euch jetzt gerade, hey, warum hast du dir nicht das rote Gardos gefangen? Dann hättest du jetzt keine Probleme mit deinem Gardos. Ja, schon, aber ich mag keine roten Gardosse. Die sehen so albino-mäßig aus. Kann vielleicht Gardos sich in die Erde reingraben? Ist es möglich? Igelava könnte es. Naja. Sternschauer, ich weiß nicht. Sternschauer. Ich schaue mal meine Attack-Moves an. Moment. Das mache ich vielleicht sogar offscreen. Bis gleich. Gut, ich habe jetzt die Liste vor mir. Da kann ich gleich nachschauen, welche Themen wir verwenden dürfen. So, wir können verwenden alle Forms natürlich. Die können wir unendlich mal einsetzen, wie die TMs in der 5. Generation, was ich sehr cool finde. Zornklinge, ich schau mal nach, Zornklinge. Ich muss mal ein bisschen die Skalierung verändern. So, jetzt. Zornklinge könnten wir verwenden. Möchte ich aber nicht. Sternschauer, Moment, Sternschauer. Sternschauer können wir auch verwenden. Okay, dann ich schau mal nach, ob ich die Attacke Evoli beibringen kann. Iglava könnte es. Evoli könnte die Attacke. Ich schau mal nach, wie Evolis Spezialangriff ist. Wahrscheinlich nicht so besonders hoch. Ich glaube, Evoli setzt mehr auf Tackle. Ja, sage ich ja, ein bisschen höher als sein Angriff. Egal, lassen wir es mal. Ist nicht so wichtig. Wir können ja die TMs den Pokémon beibringen, wenn wir mehr TMs gesammelt haben. So, Schlampe, ich mach dich kalt! Nachts sammeln sich Sternenlust nahe der Wasseroberfläche. Nee, was du nicht sagst. Okay, Schlampe, ich mach dich kalt, Gerda. Ein Seeper. Habe ich erwähnt, dass sich Seeper zu Seemon entwickelt und dass sich Seemon zu Seedraking entwickelt? Nur so als Tipp, ab dieser Generation entwickelt sich Seemon zu Seedraking. Diese Seedraking werden wir auch in Johto schon noch finden. So, was kommt jetzt? Noch ein Seeper. Du möchtest wahrscheinlich eine Seeper-Seemon-Kombi haben, oder? Ich weiß gar nicht, wann sich Seeper entwickelt. Ich hatte noch nie einen Seemon im Team. Oder einen Seedraking. Oh, Drachenwut. Wow. Dieses Seeper hat Feuer. Und ist wütend. Oh Gott, wenn es nochmal Drachenwut einsetzt, war es das mit Gyarados. Da wurde Gyarados von so einem kleinen Seeper gekillt. Na gut, ist aber zum Glück nicht passiert. Wohin genau erreicht Level 22? Das macht wohin genau ein bisschen zäher. Oh je. Noch ein Trainer. Suchst du die Geheimnisse der Strudelinseln? Später.
Wenn wir VM6 haben, die bewirkt, dass wir durch diesen Strudel durchkommen. Alexei, bist du Russe? Hört sich so russisch an. Okay, ein Krabi. Ich glaube, es sollte unserem Gardos nicht so viel Schaden zufügen. Biss. Gardos lernt in 2 Leveln. Na gut, eigentlich in 3, aber ich runde jetzt auf 2, weil sich Gardos eh gleich ein Level dazu verdient. Dann lernt Drachenwut in 2 Leveln. Das macht vielleicht Gardos ein bisschen stärker. Natürlich werde ich dann den Platscher vergessen lassen, weil der Platscher bewirkt rein gar nichts. Ach, du hast viel Ausdauer. Ja, weil ich auf meinem Pokémon schwimme, genau. Noch ein Strudel, hurra. Und noch ein wildes Pokémon, aber ich speed jetzt. So. Ich liebe die Speed-Taste. Die will ich gar nicht mehr wieder hergeben. Ach, die Speed-Taste. Hätte ich das jetzt im Game Boy gespielt, wäre ich so aggro jetzt geworden. Die Speed-Taste erleichtert so vieles. Kauft euch eine Speed-Taste. Wenn du eine Pause brauchst, dann halte deinen Kopf über Wasser und paddel mit den Füßen. Auf diese Weise legst du eine Ruhepause ein und sammelst Energie. Hm, wusste ich gar nicht. Danke für den Tipp. Aber ich surfe eh auf meinem Pokémon. Heike. So, ich finde, also allgemein sollten die Entwickler von Pokémon den Trainern so Lehrsätze geben. Zum Beispiel so Hinweise wie jetzt gerade, dass man nicht zum Beispiel mit dem, was mache ich da, dass man nicht, also dass man eine Pause machen kann, wenn man ja sowas macht, halt wie sie es gesagt hat. Finde ich schon schön, dass die Entwickler sich dabei gedacht haben, so ein paar Schwimmtipps zu geben. Sollten sie häufiger machen, zum Beispiel, dass Angler ein paar Angler-Tipps geben oder sowas. Ist meiner Meinung nach viel sinnvoller, als wenn sie so einen unnötigen Mist labern, wie ab der 4. Generation. Da labern sie nämlich nur noch Mist. Oh, Starmie, heftig. Doppelter Angriff. Oder doppelte Stärke des Biss. Seth. Zieht ja trotzdem nicht so viel ab, aber es war sehr effektiv. Nein, es kann Genesung. Ah, ich hasse diese Starmies und Sternlos, die können alle Genesung. Ich hätte es eigentlich ins Team rein tun können. Vielleicht in einem anderen Let's Play. So, noch ein Angriff, wenn es keine Genesung einsetzen sollte. Mensch, willst du mich anpissen? Schade, dass Gardos kein Silberblick beherrscht. Ich glaube, Silberblick lernt es erst mit Level 28, oder? Keine Ahnung. So, Alter, Volltreffer, wenn es geht. Ah, nur noch ein KP, super. Aber zum Glück greift dieses Dummy nur mit Turbodreher an. Das war's mit dieses Dummy. Gut. Wir können unsere Schwaben-Pokémon in diesem Part sehr gut leveln. Sie haben schon fast Level. Sie haben schon fast die Level unserer anderen Pokémon erreicht. Das ist sehr gut. Aber für den Arena-Kampf sind sie immer noch zu schwach. Denn der Arena-Leiter, der hat schon, ja, 30er-Pokémon. Wie ein scheiß Tentacher. Hier gibt es hohe Wellen. Das macht dich schnell müde. Findest du? Nee, ich surfe auf ein Pokémon. Gennady. Gennady? Das klingt so wie Gandhi. Hallo Gandhi. Oh, da ist ein Gardos, verdammt. Tja, dieses Gardos ist schwächer als unseres. Der Nachteil an unserem. Unser hat schon ein bisschen Schaden bekommen, aber wir können es ja heilen, später mit einem Beleber. Falls es down gehen sollte, ich glaube, dieses gegnerische Gardos greift eh nur mit Biss an. Okay, ich wechsle und der Biss von unserem Gardos zieht viel zu wenig ab. Ich glaube, da muss ich höhere Geschütze einsetzen. Los, Evoli! Wie soll Evoli jetzt eigentlich auf dem Wasser überleben? Ich meine, Evoli müsste ja dann demnach jetzt im Wasser schwimmen, weil wir kämpfen ja auf dem Meer. Und warum kann das gegnerische Gardos Fuchtler? Und warum kann unser Gardos kein Fuchtler? Voll unfair! Komm, jetzt wechsle ich zu Nebulak, Alpollo meine ich. Das kann Gardos nur noch mit Biss angreifen.
Natürlich ist es jetzt verwirrt. Mich. Ah, jetzt greift er mit den Fruchtflammen, okay. So, Spukball. Müsste sehr viel abziehen. Ich glaube, Gardos Spezialverteidigung ist nicht so hoch. Ja, genau. Selbstverletzen. Das würde sehr viel abziehen, weil Gardos einen hohen Angriffswert besitzt. Spukball! Und tschüss, Gardos! So, er hat noch ein Gardos. Verdammt! Noch ein Gardos. Was machen wir jetzt? Ich glaube, wir lassen Apollo da draußen. Und nochmal Angriff mit Spukball. Nam, nam, nam. Das schmeckt dir was? Tote Geister fressen, ja. So, das war's mit dir, Gardos. Wir haben dieses große Gardos eliminiert. Und Level 23 erreicht unser wohin genau? Ich bin besiegt. Gut, aber hier gibt es noch viele andere Trainer noch auf dieser Route. Das Wetter ist so herrlich. Ich bin richtig benommen. Findest du, bei mir ist das Wetter gerade, naja, bewölkt. Sehr bewölkt. Kalt, bewölkt. Scheiß Wetter, kurz gesagt. Oh, Mewrop. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich einen Mewrop ins Team nehmen soll. Weil ich hatte noch nie einen Mewrop im Team, beziehungsweise Yugong. Können auch ganz interessant werden. Ich meine, Mewrop bzw. Yugong kann Erholung. Und mit der Erholungsattacke kann man schon, ja, ich würde sagen, sehr viel Unfug machen. Wenn ihr versteht, Unfug. Ja, mit dieser Heulattacke senkt er den Angriff unseres Iglavas. Kopfnuss. Ich glaube, da könnte man auch eine Kombi machen. Bei Kopfnuss besteht ja die Möglichkeit, dass... Genau deswegen hätte ich gerne ein Europe im Team. Wegen dieser Erholungsattacke. Ist das nicht schön? So, hat trotzdem jetzt eine... Jetzt hat er den wieder zum alten Standpunkt zurückgebracht, dieser Walzangriff, und er wird one-hitten. Wenn es sich nochmal mit Erholung geheilt hätte. Magda. Oh. Ja, da staunst du was. Ich habe deinen Europe ge-one-hitted. Okay, getwo-hitted war es, aber egal. Na, komm schon, wir wilden Pokémon. Oh, Mantax sammelt. Hallo, Mantax. Was sammelt? Tentacha. Boah, hier tauchen gerade nur wilde Pokémon auf. Haben wir dich schon? Nee, noch nicht, okay. Siehst du diese Insel, die von den Strudeln blockiert werden? Dort gibt es bestimmt ein Geheimnis. Ja, da gibt es ein Geheimnis, aber das erfahren wir erst am Ende des Let's Plays. Ganz am Ende. Was, wie heißt der? Jovjonri, keine Ahnung. Keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare, wie man es aufspricht. Ich habe keine Ahnung. Irgendein japanischer Name oder so. Keine Ahnung. So, Baldurfisch. Ein Gift-Wasser-Pokémon. Ich würde sagen, Gift-Wasser bekämpfen mit Gift-Flug. Nein, kein Komprimator. Fiese Taktik. Komprimator und Toxin. Nur so als Tipp. So, Konfustrahl. Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Gut, und jetzt, Pissattacke. Boah, das ist so zäh, dieses Baldurfisch. Ihr müsst es noch Erholung beibringen, dann wär's der perfekte Nerver. Komprimator, Erholung und Toxin. Einen Baldurfisch beibringen. Und vielleicht noch eine Angriffsattacke, wenn ihr Lust darauf habt. Fiese Kombi. Boah, Baldurfisch hat vielleicht eine hohe Verteidigung. Zum Glück haben wir dieses jetzt erledigt. Boah, hätte es noch weiter Komprimator eingesetzt. Wäre ich vom Suizid. So. Jovjonri ist down. Was ist das Geheimnis deiner Stärke? Starke Pokémon. Auf
hohem Level. Das ist das Geheimnis meiner Stärke und nicht gegen wilde, nervige Xantacha Tentoxa Mantax antreten, so. Boah, und ich würde sagen, da wir schon 30 Minuten jetzt erreicht haben und ich keine Lust mehr habe auf die Trainer auf diese Route und ich glaube ich nicht mehr so gut kommentiere wie sonst, beende ich die Party auch an dieser Stelle und gehe in die Let's Play Pause bis nach den Sommerferien. Also bis dahin sehen wir uns nach den Sommerferien wieder. Also bis in den Sommerferien meine ich. Wir sehen uns in den Sommerferien wieder. So, also bis in den Sommerferien. Ne? Dann geht's weiter mit Pokémon Kristall. Also ciao.